Ah, da muss immer so ein Dicker kommen. Jetzt ist hier gerade kein Dicker mehr. Um so ein Chrono-Ding zu bekommen. Was ist so ein unsichtbarer Dicker? I see. Brauch noch 5. Ja, rein und baller den weg. So. Musst du halt überall mal rumlaufen. Ja. Hier ist ein unsichtbarer Dicker. Ja, der ja, foltert der Minotaure. Ich komm zu dir. Meiner Position. Don't move. Da sind 2 Stück, glaube ich, sogar. Don't move. Also, please don't move. Kleinen einfach mal weg. Wo denn? Da unten? Akku auf den. Ja, der ist direkt. Nice. Ich habe super. Forms, Fallera. Ja, ich habe noch eins bekommen. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Hallo. Nee. Lol. Die waren total tot. Instant? Ja, ich habe da eine Granate reingeworfen. Mach, Alter, okay. Eine Granate reingeworfen. Halt einfach mal meine Augen und Ohren offen. Da hinten ist noch so ein unsichtbarer Dude. Wo ist, okay. Wenn ich schieße, da ist ein unsichtbarer. Ah, der schießt auf mich. Ja, ich komme. Ah, bleib da, wo ist er? Kann er direkt auf mich? Ah ja, ich seh ihn. Also, man sieht ihn in Anführungsstrichen. OMG. Oh Gott, ja, ich sollte dann mal, also ich muss dann auch mal kurz. Ist er down? Nee, das ist er. Oh, das ist ein richtig dicker. Haben wir eine Granate reingeworfen? Boah, Scheibenkleister, da ist er weg. Schönes Ding. Sehr gut. Sehr schönes Ding. Ich brauche noch 3. Oh, Dylan 3. Ist ein Gramm. Sehr, sehr schönes Teil. Ich mag die Ecke hier. Man kann echt gut kämpfen hier an dieser Position. Auch so zum Üben, sich verschanzen hinter irgendwas, sich verstecken und so. Da hinten ist noch ein unsichtbarer. Es wird dunkel. Da hinten ist so ein Riesenvieh. Ich will nicht. Er ist immun. Oh nein. Fauliger Nachkomme. Fauliger Nachkomme. Der sieht ein bisschen böse aus. Ew. Oh, ich sehe ihn. Der ist ein bisschen größer, ja. Ich schieß mal mit drauf. So viel ich kann. Hoffentlich lässt der, droppt er den Shit auch. Ja, das könnte ein Problem sein. Finde ich auch, lieber Geist. Oh je, Mine. Alter, was ein Monster, ey. Was für ein dicker Oschi. Und ich dachte erst so, was ist das denn jetzt für ein Gelöt? Oh Gott, ich habe keine schwere Muni mehr. Hi, ja, schieß mal schön neben mich. Hab ich kein Problem mit. Jetzt schieß ich dir auf den Kopf. Das ist die Schulter. Oh, Scheibengleister. Alter, wie der abgeht. Richtig fetter Dude. Naja. Dann ist noch so ein Ding, was ich gebraucht habe. Da sind ganz viele. Ja, vor allem, da sind auch diese Unsichtbaren. Ey. Das ist ganz geil. Da ist. Ich kann da auf jeden Fall wieder was sammeln gleich. Okay, jetzt gehe ich mal grad ein bisschen. Die werden da auch wieder geheilt irgendwie. Aua. Okay. Dann ja, ich dreh mal ab. Passiert. Oh. Ich steig dann mal wieder. Ich bin. Das war keine Absicht. Ich habe geahnt, dass das passieren wird. Mm. Ich versuch die Kleinen mit Platz zu machen. Alter. Da hinten ist ganz das viel ist Stuff, das ich aufsammeln kann, auf jeden Fall. Das ist gut. Das bedeutet, du hast so deine Quest, hast du damit auf jeden Fall. Okay, mein Super ist bereit. Jetzt gehe ich hier einfach rein und sag Tschüss. Der Dude ist auf mich drauf gedutet. So, zack, 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 zack. Ich hab's abgeschlossen. Oh, finally. Endlich. Okay, den Dicken machen wir trotzdem noch weg, ja, ey. Ja, auf jeden Fall. Oh, er hat mich. Und er gibt mir dicken Damage. Jo, Alter. Nicht aufs Knie, Hanni. Schieß immer auf den Kopf. Ins Auge, wenn's geht. Und man muss das Auge treffen. Redehörter nehme ich den Rücken zu. Was hat mich denn jetzt hier so hart von der Seite genommen? Bin jetzt nicht so geil. Blöde Vandalen. Ja, Vandalismus finde ich jetzt nicht schön. Kann oh, der ist verlassen. Oh, ich bin gleich tot. Ja. Eieieiei. Ja, wenn er auf dich drauf geht, ich habe mich auf so ein anderes Ding konzentriert und dann war er ganz. Was ist denn jetzt? Ach, da hinten sind noch lauter kleine. Wo war denn der Dicke jetzt? Boah, Alter. Jungs und Mädels, hört doch mal auf also, jetzt. Hier ist der Dicke. Der ist unsichtbar. Wenn man ihn trifft, wird er kurz sichtbar. Oh, ich sehe ihn, ja. Also. Da ist er. Verschlungene Goblins, okay, die kann man one-shotten. Wenn du hinter so einer Ecke stehst, dann trifft er dich nicht. Wenn du so leicht nur mit dem Kopf drüber lurken kannst, quasi. Ich hab erstmal. Wow, aua, das. What you doing, woman? Ich hab grad erstmal diese komischen Heiltypis da weggemacht, die anderen immer unterstützen. Die fand ich jetzt nämlich nicht so geil. Ich glaube, wir können uns echt einfach auf diesen Heini da fokussieren. Ist er down? Lamoni. Er ist down. Kann das oder hat er sich weggeportet? Ne, er ist noch. Hä? Da ist jetzt so ein riesen Panzer oder was? Ist ja geil. Ja, ich sehe auch noch hier so einen riesen Panzer zusätzlich. Okay, also der eine ist weg. Noch mehr Schrott.
Jo, ist richtig. Ist absolut richtig, dass wir von einem ins nächste Event stolpern, ey. Oh. Ja, das lief ja schon die ganze Zeit, das Event da oben. Und der Typ war halt zusätzlich noch da. Das war halt richtig ungeil. Dass ich irgendwelche Loot verpasse? Nee, ich kann Loot verpassen. Okay, das läuft auf Zeit. Wir haben 3 Minuten noch. Ja, ja. Weil ja das, was vorhin gestartet ist mit der Dunkelheit. So, dann machen wir mal den dicken Panzer da weg, ne? Ja, ist immun gerade. Ja, jetzt ist er back im Business. Die kleinen blöden Dinger, dann muss ich auch noch wegmachen. Red ich nicht zu mir. Daneben. Guck mal schön auf die Beine. Zack, ja, sehr gut, der ist gleich weg. Boah, die Mucke geht wieder ab, ne? Oh, er wirft Granaten. Oh, jai, 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 jai. Alter, meine Lebenspunkte. Honey is making an exit. Wow, hi. Ja, der ballert da wieder mit seinem dicken Gelöt raus. Soll ich mal kommen oder machst du? Nee, ist schon okay, ich hab wieder Einstieg gemacht. Oh, er hat sein Laservieh. Boah. Kollege, Alter, entspann dich doch mal eine Sekunde. Die Beine flack? Jawohl. Jetzt ist er weg. So gut wie. Müssen wir jetzt nochmal draufschießen, oder dann jetzt hinschießen? Ich weiß es gerade auch nicht. Oh, jetzt hab ich keine. Die Schweber gehen einem halt auch ein bisschen auf den Stick. Ah, hier ist er empfindlich gewesen. Da, wo das dann aufgeht. Ah, wenn das Vorderteil geht von ihm auf, dann muss man da drauf schießen. Hör mal auf, Schweber auszuspucken. Das finde ich voll unerotisch. Ja, ist echt nicht so schön. Das ist so ein Haftkombo am Kompass. Ah, jetzt ist er gleich weg. Bam, Lolo. Jetzt ist er weg. Jawohl. Yes. Goldstufe 3. Juhu. Nice. Sehr gut. Ich glaube. Haben wir gleich aber richtig abgeräumt. Ah! Alter, Leute, okay. Entspannt euch. Okay. Er ist explodiert. Das ist okay. Das ist, ich habe mich nicht erschrocken oder sowas. Ich würde vor Panik jetzt einfach mal einen Orbit starten. Mhm. Weg hier. Nicht, dass noch ein Event kommt. Nachher fällt uns irgendwie noch ein Meteorit auf den Kopf oder sowas. Das ist ja so lustig. So, schnell weg. Ich fehlt jetzt einfach nur, weißt du, so eine Sekunde, so ein Meteorit. Bams. Ey, wir wollten uns ganz entspannt einspielen, so ein bisschen eingrooven und auf einmal links und rechts völlige Eskalation. Alter, das war aber auch gerade echt heftig. Okay, direkt ins Türmchen? Ja, direkt Türmchen. Lass uns direkt türmen. Boah, jetzt. Upgrades und Co. kann man auch da alles machen. Ja. Erstmal, darauf muss ich erstmal einen Schluck trinken hier. Meine Güte. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe auch hier eine Flasche Wasser neben mir stehen, frisch. Ich sie aufkriege. Ja, das ist gut. Ich habe ein kühles Softgetränk. Erfrischend leicht und 0 Kalorien heißt es. Aha. Ja. Naja, immerhin. Ne? Ich habe. Bin aber heute etwas kaputt. Du hast einen anstrengenden Tag hinter dir. Ja, wir mussten den Keller ausräumen und Dinge tragen, die man niemals hätte tragen dürfen, weil einfach zu schwer. Und, das ist nicht cool. Ja. Ich glaube, morgen werde ich auch einfach im Bett liegen und Muskelkater, mimimi. Mhm, kenne ich. Ah, oh, schlimm. Ja, und dabei natürlich heute bei dieser Hitze, bei uns waren es irgendwie 24 Grad, das ist natürlich super geil, aber wenn man dann so schleppt und so, das... dann ist nicht so geil. Ja. Wir hatten in der Direktsonne 33 Grad. Boah, Wahnsinn. Also halt Direktsonne, ne? Also Wahnsinn. So auf dem Balkon geknallt. Ja. Drumherum waren es auch nur so 24, 25 Grad, aber wenn du halt direkt Sonne abbekommen hast, ist es richtig hochgegangen. Ja. Das ist heftig. Aber es ist auch geil. Ich meine, ich finde es besser als diese dunkle... Bäh. Ja, ich habe so Schnauze voll vom Winter. Ich kann die nicht mehr sehen. Ja, ist auch so. Oh, ich habe beim Postmann... Ah, du bist noch nicht da, aber beim Postmann habe ich auf jeden Fall was. Dann drüben bei unserem Heini-Typi habe ich was. Bei unserem Fraktion... Also bei meinem Fraktionstypi. Und ja. Ich habe alles möglich. Also einmal, ich gehe erstmal... Genau, ich mache erstmal... Flugstelle und dann hier bei der Truller und bei der Truller. Mach mal hier fix... Poststelle dürfte ich noch nichts haben, weil ich habe ja noch keinen nächsten Rang erreicht. Ich habe einmal Beine und... Okay, Sessel und Münze und eine Waffe. Oh. Ja, ich habe jetzt Moraster. Wie sieht der denn aus? Impulsgewehr finde ich immer so doof. Oh, schick. Ich habe einen legendären Brustschutz bekommen. Das möchte ich dann erlegen, das brauche ich nicht mehr. Was habe ich denn hier? Der Rückschuss ist extrem gering. Achso, das habe ich schon. Was ist das? Oh, besser Reichweite. Okay. Dann nehmen wir das. Das verringert die Ablehnzeit vom Momentschlag. Möchte
das mit der Unsichtbarkeit eigentlich ganz cool. Bald komplett ausgeskillt hier mit dem Klingengedöns. Training auf maximal, durch Kills mit Akkusklingen und sofort Gesundheit regeneriert. Auch nicht übel. Ich wäre fast geneigt, mal einfach eine Zeit lang den Revolverheld als Fokus reinzunehmen. Klar, dann habe ich erstmal nichts freigeschaltet und so, aber einfach mal anderen Shit. Wäre jetzt Klingentänzer, ich nehme jetzt einfach mal Revolverheld ausrüsten. Ich habe gerade was gemacht aus Versehen und einfach mal den Angriff meiner Waffe von 200 auf 237 erhöht. Okay. Und zwar hat die so ein Ding, das heißt, ach ja, das ist dieses Infundieren. Ich habe gerade zwei Waffen in meine Waffe infundiert und 37 Damage dazu bekommen. Ja, das ist, wenn man die Waffe dann damit verbessert. Das ist ja dazu gedacht. Das ist ja richtig geil. Wie geil ist das denn? Lichtlevel ist damit aber rasant gestiegen. Das geht aber nicht mit jeder Waffe, ne? Nee. Nee, das scheint irgendwie was Besonderes zu sein. Vielleicht geht das nur mit lila, mit legendären Waffen. Ja, da braucht man. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch die hier infundieren. Dafür bräuchte ich Waffenteile, die habe ich jetzt extra abgelegt gehabt. Ja. Mal gucken, was kostet halt legendäre Marken und sowas, das hebe ich mir erstmal auf. Ja, macht auch Sinn. Ich habe das jetzt aus Versehen einmal getestet und kann sagen, es funktioniert. Boah. So, ich gehe mal zur Poststelle. Hol dir deinen Shit ab. Ich gehe mal gerade gucken, was die Trulla da beim Flugplatz von mir will. Mach mal. Aha, ich habe ein Engramm bekommen. Das ist auch ganz cool. An der Poststelle. Also da blinkt bei mir halt wirklich nichts, ne? Bei der Flug-Heini-Schnecke. Nee, da ist irgendwas. Ach, das war doch deine, da ist doch deine Dings, deine Fraktion. Ah, da bin ich jetzt wahrscheinlich aufgestiegen. Ach guck mal, ich hab nochmal die Psi-Alto bekommen. Hallo, Arach. Die ist ja nochmal viel geiler, ey. Aber es ist leider ein Impulsgewehr. Du bist bei dieser Gruppe im Rang aufgestiegen. Prämien annehmen. Eine legendäre Marke bekommen. Okay, und dann kann man diese... Cool, okay, da bin ich ja Toter Orbit Rang 2 fehlt mir dann noch. Und dann, ich kann mir bald schon die ersten Teile holen. Ist... Nice. Ich laufe auch mal schnell zu meiner Fraktion. Die ist ja gegenüber quasi und ganz anders. Brauche ich nur viel mehr legendäre Marken. Den muss ich legendäre Marken sammeln. Alles klar, voll gut. Ja, voll gut. Und dann kannst du dir schon ein paar geile Gegenstände leisten. Ja, dann werde ich mal gucken, dass ich ein bisschen spare, was ich davon als erstes haben will. Ja, ich check auch mal eben hier, meinen Kollegen. Ajo. Heute wird mal vielleicht wieder Zeit für einen anderen Zack. Trailer. Zack, seltsame Münzen, bla 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 bla. So, oh ja, legendäre Marken, okay. Oh ja, ich brauche noch 12, dann kann ich mir die ersten Dinger leisten. Und die sind echt nice, die sind richtig nice. Also so für uns Noobs jetzt gemeint natürlich. Ja, klar, ich meine erstmal... Ist ja auch mehr fürs. Es geht mir auch mehr ums Aussehen dabei. Ich gehe mal trotzdem noch bei dem Shader-Händler gucken, ob es irgendwas passendes gibt. Na klar. Gibt. Und mal gucken, ob es irgendwas. Oh, und ich könnte mir hier eine geile Schrotflinte holen. Shop, ach nee, das kostet enorm viel. So. Im Game-Shop mal überarbeitet. Ach ja, für Echtgeld kann man jetzt diese mystischen Schätze kaufen. Ah, okay, das sind quasi Loot-Chests, ja, so wie man es aus anderen Dingen kennt. Aber wie kriegt man Schlüssel? Oder braucht man dafür. Nee, dafür braucht man gar keine. Die hat damit nichts zu tun, ja. Geste vom Winter. Hupen-Kit, Mystery-Taschen. Ich will, dass ihr einfach endlich mal Umstylings-Kits mit rein. Man kann sich Silber kaufen und das kostet halt echt Geld. Das gucke ich mir jetzt mal kurz an hier. Ich würde halt gerne meine Kapuze haben. Sowieso mal gucken, wie gerade das aussieht, was ich auf meinem Kopf trage eigentlich. Das könnte man ja ein- und ausblenden. Wo war das denn nochmal? Helm. Warte bitte und jetzt sagt er im PlayStation Store. Na komm, zeig's an. Silber. Okay, nice aus. 5000 Silber kosten 50 Euro, 2000 kosten 20, 1000 kosten 9, also 10 Euro und 500 kosten 5 Euro. Oh mein okay. Gott. Stütze lokale Unternehmen. Ist halt recht teuer, wenn man bedenkt, dass man ja quasi immer auch noch für diesen PlayStation-Krempel allgemein zahlen muss. Genau, aber ach, ich finde solche Sachen eigentlich gar nicht so schlimm. Nice. Also, den kaufe ich mir, den Shader will ich haben, den finde ich cool, den trage ich jetzt. Bist du gerade bei der Shader-Tante oder wo? Ja, ich habe bei der Shader-Troller gerade mal. Den möchte ich haben, weil ich damit einfach total awesome aussehe. Aber die Shader-Troller war doch da hinten irgendwo, ne? Oder wo war die Shader-Troller doch? Die war doch. Ja. Das ist links, also im Westen. Alles gut. So, da war jetzt. Du musst auch jetzt hier runter, ne? In den Turm rein zu der. Ja, ich muss jetzt auch mit dem Dude reden. Geil, machen wir. Hab ich da eigentlich für eine dicke Waffe auf dem Rücken? Ach, das ist meine Schrotze. Die ist riesig. Ach hier, das ist wieder, oder? Einen anderen Waffenskin. Ja.
erstmal beide mit dem Jäger-Typi da reden oder was auch immer das für ein Typ ist. Der Warlock-Heini ist das, glaube ich, Ikora Ray. Genau. Die Suche nach der besessenen Signatur hat uns geradewegs ins Zentrum der Wex-Zitadelle geführt. Du. Wenn wir Entropie-Höhepunkt. Uiuiui. Dann müssen wir jetzt handeln. Hey, ist die Zitadelle die vollste Fließe, als der Hoffnung, dass sie nicht mit einem weiteren korrumpierten Wex-Geist zu tun haben. Finde ich cool. Machen wir, oder? Oh, mein Helm, ey. Ich könnte... Oh, mein Helm. Wollen wir gleich einmal probieren, bevor wir das machen, da zu Xur zu gehen und zu gucken, ob dieser Schwarzmarkthändler da ist? Ich will nur mal gerade mal gucken, was es hier alles Cooles gibt und... Stimmt, hier kann man sich auch noch Stuff holen, ne? Sehen würden, wenn immer ich den... Okay, das ist Quatsch. Frage, das hier. Das ist der Umhang. Jetzt brauchen wir dafür auch legendäre Marken. Und ach, genau, hier ist Vorhutränge. Ew, sieht das hässlich aus. Da muss man sich halt dann auch wieder entscheiden, ne? Ja, man braucht halt immer legendäre Marken, muss dann halt wissen, was man sich dafür kauft. Hä? Warte mal, dein Helm ist jetzt mal... Fühler. Ja. Kloing, kloing. Aber ich mag meine Klamotten, die sehen echt stark aus. Ja. Schon ganz nice. Frisch gedroppt gekriegt. Ja, dann rissen sie doch mal. Orbiten sie zum Orbit, Riss und dann weiter mit der... Genau. Mit dem Entropie-Höhepunkt. Korrekt. Gucken wir mal, was es da gibt. Korrekte Main. Yeah. So. Ladebildschirm.